tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Mix Panferno vor. Panferno ist die Weiterentwicklung von Panflam und Panpyro und hat wie letzteres einen Feuer-Kampftypen, was ihm eine Schwäche gegen Flug, Wasser, Psyche und Boden, eine Resistenz gegen Pflanze, Feuer, Unlicht, Eis und Stahl sowie eine Doppelresistenz gegen Käferattacken gibt. Panfernos Werte sind offensiv ausgelegt. Es hat zwei starke Angriffswerte und ist mit 108 Initiative-Basis richtig schnell. Die Defensivwerte sind dabei nur leicht unterdurchschnittlich, jedoch nicht so schwach. Die EV werden bei diesem Panferno ein bisschen gesplittet. 252 kommen in die Initiative, da wir diese maximiert brauchen, 172 kommen in den Angriff und 84 in den Spezialangriff. Als Wesen nimmt man naiv, um die Inne zu erhöhen und die Spezialverteidigung zu senken. Ob man als Fähigkeit hier Eisenfaust oder Großbrand nimmt, ist jedem selbst überlassen. Je nachdem, ob man im Ernstfall einen starken Boost auf Hitzekoller oder einen permanenten kleinen Boost auf Donnerschlag haben will. Als Attacken nimmt man Nahkampf, Hitzekoller, Donnerschlag und Kehrtwende. Nahkampf ist eine starke Step-Attacke, die enormen Schaden anrichtet, jedoch Panferno mit zwei gesenkten Defwerten zurücklässt. Was im Normalfall jedoch kein Problem ist, da man mit dieser Attacke meist einen K.O. erzielt und somit keinen Gegenangriff fürchten muss. Hitzekoller ist eine weitere enorm starke Step-Attacke, die nach Einsatz jedoch den Spezialangriff stark senkt. Da die übrigen Attacken von Panferno allerdings physisch sind, ist er dadurch nur leicht eingeschränkt. Donnerschlag bietet eine gute Coverage gegen Wasser- und Flug-Pokémon, gegen die er beide eine Schwäche hat. Kehrtwende kann zum Schluss noch genutzt werden, um ihn aus dem Kampf zu holen und nebenbei ein bisschen Schaden auszuteilen. Als Item eignet sich für dieses Set zum einen Expertengurt, um Panfernos Attacken zu verstärken, sofern sie effektiv treffen. Ein Lebenorb ist eine gute Alternative hierzu, die uneingeschränkt den Schaden erhöht, allerdings kostet dafür jede Attacke 10% der maximalen KP. Ein Fokusgurt kann ebenfalls genutzt werden, um sicherzustellen, dass Panferno eine Attacke überlebt. Wenn man mit diesem Set spielt, sollte man vor allem auf den Überraschungseffekt setzen. Ein Gegner vermutet in den meisten Fällen ein komplett physisches Set auf einem Panferno. Daher solltet ihr mit Hitzekoller zurückhaltend sein, bis ihr eine gute Gelegenheit bekommt, euren Gegner damit zu überraschen. Richtig gut kommt das immer bei Gegnern, die physisch defensiv ausgelegt sind und gegen Panferno geschickt werden, um ihn zu wallen. In solchen Fällen kann ein Hitzekoller einfach mal den Gegner überraschend rausnehmen. Der Nachteil ist natürlich, dass es durch den EV-Split nicht den maximalen Schaden raushaut, den es machen könnte. Panferno fühlt sich in einem gut ausgeglichenen Team am wohlsten und hat nicht wirklich große Präferenz, was seine Teamkollegen angeht. Das war's von diesem Panferno und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.